Herzlich willkommen zur 7. Folge von Pokémon Advanced Adventure. Letzte Folge habe ich den Arenaleiter besiegt. Ich bin vor der Folge noch kurz heimgegangen. Und dann kann ich ja die Route erkunden, die ich im letzten Part schon etwas angefangen hatte. Die habe ich ja schon besiegt. Hier oben war nichts. Nein. Okay, das war jetzt sinnlos. Hallo, Battle Me. Wer hätte es gedacht, dass er das sagt? Nidoran. Ah, es ist ein Doppelkampf. Es ist ein Doppelkampf. Ah, und ich hab natürlich wieder einmal Pech. Na, es wäre natürlich besser gewesen, wenn Oshawott schneller gewesen wäre, aber naja, kann man nichts machen. Absorber auf Pikachu, das kannst du nicht machen. Aber es bringt ja nicht viel. Wenn jetzt nochmal der Rollout kommt. Ah, Mist! Eigentlich eine ziemlich gute Kombination. Tail Whip und Rollout. Nochmal Lia. Pikachu wird wahrscheinlich weiterhin schlafen. Ah, Thundershock, ich hätte die andere Attacke einsetzen sollen. Aber es ist wenigstens schon mal das eine Pokémon besiegt. Gut. Was kommt jetzt? Oddish. Die ganze Zeit Lia. Hier, ich kann auch Tail Whip. Quick Attack auf Nidoran. Der Nächste schläft immer noch. Nächste Runde müsste aber aufwachen. Heck. Naja. Für dafür, dass er die ganze Zeit Lia einsetzt, ist das ziemlich viel ziemlich wenig Schaden. Nee. Noch eins zurück, genau. Tackle auf Nidoran, falls es nicht ausreicht. Warum Mist reicht? Außer es Mist. Okay. Geht natürlich auch. Lockduft bringt dir da leider recht wenig. Mach Tackle und Quick Attack. Das misst wenigstens nicht und das müsste ausreichen, genau. Jetzt bin ich natürlich wieder overleveled. Also das Balancing ist kein Balancing in dem Spiel. Ah, da komme ich hier wieder raus, okay. Dann komme ich hier wieder raus. Also da unten geht es auch lang, aber da komme ich bestimmt hier drüben raus, wie ich das Spiel kenne. Samurze, mit 10. Wäre ganz interessant, aber es bringt mir jetzt nichts. Superball, gut. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Team. Farfetched? Aber nein, danke. Dann muss ich hier durch. Genau. Nächster Trainer, da kann ich ja Nitropiosis. Den Tweet nochmal benutzen. Okay, er sagt auch wieder Battle Me. Mittlerweile nichts Besonderes mehr.
Okay, es war von Anfang an nichts Besonderes, aber... Naja. Komm. Der Quid zieht mir natürlich wieder ziemlich viel ab. Was kommt jetzt? 13. Okay, Speed bleibt immer noch bei 10. Sonnenkern. Was soll ich da einsetzen? Ich bleib einfach drin. Ich hab einen Quick Attack. Ich hoffe einfach, dass es ausreicht. Ah, Mist. Ja, toll. Naja, mach schon mal Scratch und dann. Tschüss. Hopp, hopp. Ach, das ist das. Dann nehme ich das glatt mit Tropius. Rockfall und es ist besiegt. Und I lost. Yes, you lost. Okay. Das sah gerade ziemlich nach einem versteckten Item aus, aber. Okay, der denkt mich als. Der denkt schon keine Lust zu laufen. Attack Mist. Ich hoffe einfach, dass es jetzt trifft, ja. 2, 3, 4. Ah, Mist. Bam. Und tot. Da oben müsste ja ein Pokémon Center stehen. Zumindest ist es in den Normalspielen so. Was hat er überhaupt eingesetzt? Okay. Ich glaube, Roll-Out ist sogar sehr effektiv. Kann ich direkt mal ausprobieren. Nee, aber ich bin vergiftet. Ja, hat mir sehr viel gebracht. Kiefer oder Cave. Ah. Ich hoffe einfach, dass hier oben ein Pokémon Center ist. Route 4. Ja. Ich hab mir fast gedacht. Okay, wenigstens das hätte man ändern können. Also nicht, dass ich jetzt gegen was gegen Pokémon Center hätte, aber trotzdem. Aber wahrscheinlich kommt jetzt hier eine Höhle oder sowas ähnliches. Okay, wenigstens der Eingang wurde verschoben. Nick, du bist wirklich ein Held. Bitte geh vor und besiege Clean. Nimm das als Zeichen der Anerkennung oder so ähnlich. Danke. Linking Cavern. Escape Rope. Direkt am Anfang. Das ist gut, auch praktisch. Ah, hier wäre natürlich ein Schutz ganz gut. Lunastein. Alles klar. Ich glaube, hier kann ich Otaro vortun. Das ist ein ganz gutes Training. Ja, na toll. Vielleicht geht's hier lang. Flunkiefer. Ich hab zwar jetzt das falsche Pokémon vorne, aber
Komm bitte. Bitte lass mich jetzt fliehen. Mann. Lass mich jetzt fliehen. Letzter Versuch jetzt. Okay. Nein. Lunastern kann ich wenigstens besiegen. Außer natürlich die ganze Zeit schneller als ich. Oh, das zieht nur die Hälfte ab. Zum Glück, zum Glück. Es müsste aber schön viele EP geben, soweit ich weiß. Jupp, gibt das. Nein, kannst du behalten. Ja. Entweder ich bin ja richtig oder ich bin ja komplett falsch. Oh, hi, Ten. So sieht man sich wieder. Watergun. Jo, es reicht direkt aus. Oh, hi. Nur der. Okay. Achso, jetzt scheine ich die Story ein bisschen zu verstehen. Anscheinend werde ich der Anführer des Pokémon HQs, wenn ich es besiegt habe. Ne, Tackle wird es zu 100% überleben. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt der 14. Ja. Was ist das hier? Team 33? Kein Dia. Nein. Okay, durch den Weg habe ich jetzt nichts wirklich gekonnt. Lunastein wieder, das kann ich ja nochmal bis Level 11. Das könnte ziemlich tough werden. Ja, Critical Hit. Tropius hat ja gar keine Pflanzenattacke. Ich denke, da werde ich jetzt nochmal heilen gehen. Na toll. Und besiegt. Dann werde ich jetzt versuchen, wieder zurückzukommen. Noch ein paar hier. Aufruhr, okay. Mein Gott. Ich hab jetzt eigentlich mal überhaupt keine Lust drauf. Danke. Es ist wenigstens mal Abwechslung, sonst stellen. Unfair, meine ich natürlich. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!